Ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Heute vielleicht mal eine längere Folge, dafür eine kürzere Aufnahmesession, also eine Folge für eine Session, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe, deshalb auch die ganzen Ausfälle, wann mal eine Folge kommt, weiß ich nicht, weil ich im Moment ziemlich viel zu tun habe. Aber ohne hier groß rumzureden, wollen wir jetzt mal kurz erstmal zu unserem Aufstiegsstaffel. Ihr könntet noch Meisterschaft, stärker sehr schön, sein. Plus 20% Schaden. Und Macht wirken, das nehmen wir auch mal kurz dazu. Zeigt keine Gnade. Verursacht Schaden. Ich sortiere sowas nämlich ganz gerne nach Schadensart. Je mehr Schaden der Angriff verursacht, desto weiter hinten sind die hier in der Buffleiste bei mir. Und dann wollen wir hier mal kurz erstmal unsere Story-Mission weiterverfolgen. Mit uns legt sich besser niemand an. Sir, es tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte. Wenn das alles war, was ihr konntet, Corporal, dann habe ich keine Verwendung für euch und kann euch guten Gewissens erschießen. Nein, Sir. Dann konzentriert euch, Jillens. Wegtreten. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Ich bin Lieutenant Malavai Quinn. Ich bin euer Verbindungsmann hier auf Balmora. Darth Barras hält euch für einen fähigen Mann. Hoffentlich irrt er sich nicht. Ich werde sein Vertrauen nicht enttäuschen. Lord Barras wird euch persönlich instruieren. Aber ich soll euch zuerst mit der allgemeinen Lage hier auf Balmora vertraut machen. Meine Zeit ist begrenzt, Lieutenant. Ich will nicht um den heißen Brei reden. Das Imperium hat zwar im Krieg der Republik die Kontrolle über Balmora entrissen, aber wir haben sie nie ganz vertreiben können. Es gibt eine ziemlich große Widerstandsbewegung. Niemand will es zugeben, aber sie wird offensichtlich von der Republik unterstützt. Die Republik darf nicht toleriert werden. Ganz meine Meinung. Es ist mein Traum, unseren Feind besiegt zu sehen. Ich habe eine sichere Verbindung mit Lord Barras. Ich stelle ihn sofort durch. Ah, wie ich sehe, habt ihr meinen Schüler getroffen. Sehr gut, Lieutenant. Geht jetzt. Quinn verdankt mir seine Karriere. Aber die Einzelheiten deiner Mission bleiben besser unter uns. Wir müssen schnell handeln. Nomen Kaas Padawan hat die Aufmerksamkeit der Jedi auf meinen Geheimagenten in Balmora gelenkt. Du erinnerst dich? Natürlich. Ich vergesse nie etwas. Gut, dann komme ich jetzt zum Wesentlichen. Mein Spion ist Commander Rylon vom republikanischen Widerstand. Er dient als zentrale Anlaufstelle für alle Agenten in diesem Sektor. Leider wird Quinn von einer Ermittlerin überwacht, die die Jedi entsandt haben. Das bedeutet, wir müssen deine Spuren verdecken, bis du Rylan tötest. Zuerst musst du alle Beweise dafür vernichten, dass Rylan während des Krieges Balmoras Verteidigungssysteme sabotiert hat. Dazu musst du in den Satellitenkontrollturm einbrechen. Laut Quinn ist er eine wahre Todesfalle voller mechanischer Sicherheitsvorrichtungen. Ich mache mit jedem kurzen Prozess. Diese Aufgabe hat höchste Priorität. Die Jedi-Ermittlerin könnte jederzeit auf die Beweise stoßen. Quinn hat alles, was du brauchst. Ich rufe ihn her. Und denk daran, die Hintergründe deines Auftrags gehen ihn nichts an. Ich melde mich wieder. Mein Sith Lord, ich habe alles vorbereitet, was ihr für euren Angriff auf den Satellitenkontrollturm benötigt. Bringt einen Sprengsatz an der Basis des Hauptcomputers an und zündet ihn. Danach kontaktiert mich und ich lasse ihn detonieren. Gut, dann wollen wir doch gleich mal gucken, dass wir da so ein bisschen Verwirrung und Chaos stiften. Den brauchen wir nicht. Der hier sieht ganz gut aus, den nehme ich mal mit. Und den legen wir auch gleich mal an, den neuen Schildgenerator. Und dann wollen wir gleich mal zu unserer quasi Nebenstory-Reihe hier auf Balmora übergehen. Und wir sprechen mal mit unserem Lieutenant Darville hier. Mein Sith Lord, die Kunde eures Talents eilt euch voraus, ich bin geehrt. Ihr seid euch sicherlich der Situation bewusst. Die Exilregierung, der Widerstand, allesamt Feiglinge. Wenn ihr erlaubt, werden wir sie in ihren Verstecken begraben. Was genau ist meine Aufgabe? Die alte Regierung sendet Generatoren an den Widerstand, um deren Artillerie mit Energie zu versorgen.
Der Widerstand hat Balmoras übelste Mörder für ein bisschen Wachdienst als Gegenleistung begnadigt. Phase 1 von Operation Umschwung ist die Zerstörung dieser Generatoren und die Eliminierung der Mörder. Seid ihr dabei? Da sehe ich Möglichkeiten. Die Generatoren befinden sich im Nibray-Lagerhaus. Wenn ihr sie in Stücke sprengen könnt, zeigt ihr damit dem balmoranischen Widerstand, dass es mehr braucht als kaltblütige Mörder, um das Imperium aufzuhalten. Okay, unsere ersten Missionen lauten also Tod und Zerstörung bringen. Na, das können wir doch am besten. Wollen wir doch mal sehen, wo wir hin müssen. Der Taxipunkt zeigt uns die ganzen Gebiete an. Allerdings werden wir uns erstmal vor die Stadt begeben. Und hier so ein bisschen was erledigen. Kurz gucken auf die Karte. Da führen uns noch einige Missionen hin. Vorsicht walten lassen. Ja, da können wir uns erstmal drum kümmern. Und dann hier schwere Geschütze und Helden 2 plus Zahltag. Da können wir uns mal drum kümmern. Diese Instanz von Balmora ist übrigens nur für das Imperium. Wir werden hier also noch auf keinen republikanischen Spieler treffen. Das werden wir auf späteren Planeten. Die Republik hat zwar auch den Planeten Balmora als in ihrer Questreihe, allerdings ist es eine komplett andere Welt, wo Sobrik hier nicht der Hauptstützpunkt von Imperium ist, sondern einfach nur eine besetzte Stadt. Und die ganzen Außenposten, zu denen wir hier reisen können, sind alle von der Republik eingenommen statt vom Imperium. Die Startbasis der Republik ist übrigens hier hinten. Da werden wir auch später noch hinkommen. Erstmal wollen wir uns hier so ein bisschen mit den ganzen Feinden vertraut machen. Und hier soll man einen Energiekern sammeln. Okay, dann wollen wir gleich mal in die Folge gehen. Dann werden wir kurz ein bisschen Machtwirken anwenden, dass dann nämlich die auch die starken Gegner, und ich meine sogar die Elite-Gegner, die sind auch davon betroffen. Können wir nachher mal testen, wenn wir so einen finden. Na, da war er. Da ist noch einer. Stirb. Haben wir noch einen? Ach, da hinten. Hepp. Fertig. Und dann nehmen wir hier mal den Energiekern, ne? So. Bonus haben wir auch. 20 Truppen sollen wir erledigen. Das machen wir doch glatt. Kannst du das mal lassen? Ach, Wette, mach das schon. Wir sind eigentlich schon zu stark für diesen Planeten. Unser Level ist schon zu Anfang reduziert, heißt, wir sind eigentlich schon viel zu stark. Die Heldenmission können wir eigentlich auch schon gleich so zu Anfang machen. Wird allerdings nicht viel bringen. Denn wir, wie gesagt, wir sind zu stark. Ich kann es nur immer wieder betonen. Die Gegner hier sind keine Gegner. Das sind einfach nur, ja. Das sind die Fliegen und wir sind Katsche. Steht hier rum auch. Ja, komm her. Soll mich aber Energiekern fernhalten, das funktioniert leider nicht. Ja, damit. Das ist der zweite, haben wir noch jemand fallen lassen? Nee, haben wir nicht. Gut. Auf zum dritten. Der müsste da vorne irgendwo sein. Nebenbei können wir hier mal kurz den Geschütz wegräumen. Ging ja schnell. Haben wir hier irgendwann noch mal anspruchsvollere Gegner, nicht nur diese normalen. Ja, da hinten ist einer. Sehr schön. Was hast du denn hier gerade gemacht? Kannst du auch eine Fresse haben? Kannst du haben. Despawn, holen wir uns mal kurz den Energiekern, bevor wir uns hier weiter durchschnitzeln. Der dritte, das ist der vierte.
direkt voraus. Alles klar. Na guck, wir steigen sogar noch Stufen auf. Also wir kriegen noch Erfahrung dafür. Vielleicht aber auch nur, weil wir hier so einen guten Bonus haben. Unser erheblicher Erfahrungsschub. Und hier unten sieht man noch neben der XP-Leiste, welche Erfahrungsboni wir noch haben. Und dann wollen wir mal gucken, wer sich hier uns in den Weg stellt. Ruhe. Noch einer. Ah, Wett hat er schon erledigt. Sehr schön. Gut. Her mit dem Energiekern. Bringen wir die Kerne zum Missionsdepot. Wir sollen also wieder zurückgehen. Vorher werden wir uns aber mal... hier nicht. Ah, einen weiter unten. Okay. Dafür nehmen wir nochmal schön unseren Maut hier. Geht ein bisschen schneller. Weil die Wege auf den größeren Planeten sind doch echt lang. Da kann man mit dem Mount also schön viel Zeit sparen. Und noch viel mehr Zeit sparen man natürlich, wenn man sich hier nicht die ganze Zeit mit alles und jedem anlegt. Aber wir sind ein Sith, wir können einfach nicht anlegen. Nicht so der Lappen, der hier um jeden ums Überleben kämpfen muss. Wir sind einfach nur der, der alles aufräumen kann. Und Moment mal, irgendwie ist hier gerade eine Bonusmission noch aufgeploppt. Grüße an die Erbauer. Besiege die Widerstandstruppen. Das ist für die Helden 2 plus Nebenmission. Da werden wir nachher auch noch reinbegeben. Erstmal hier. Uns hier den Eindruck freischalten. War's das? Gut. Dann mal rein in die gute Stube. Lass das und stirb. Aber die Mose ist schon abgeschlossen. Oh, schön. Schön da hängen bleiben. Was haben wir dann eigentlich? Mir fällt mir jetzt gerade auf. Erdrückender Schlag. Ah, okay. Das ist so ein Verteidigungsschlag von Tank. Ganz praktisch. Er verursacht enorm viel Bedrohung und Schaden. Und wenn wir noch ein paar Buffs dazu haben, verursacht er noch mehr Schaden. Sehr gut. Dann können wir hier mal ein paar Generatoren zu Club hauen. Und hier den zweiten. Und dann will ich mal kurz was gucken. Hier hinten haben wir noch einen Aufzug. Und soweit ich weiß, ist da noch was Interessantes hinter. Da weiß ich aber nicht, ob wir da rankommen. Zweite Ebene. Da ist nämlich nichts Besonderes. Da sind auch keine Quest hin. Allerdings ist hier hinten ein Datacron. Ich muss dafür die beiden... Na nö, lass das. So, allerdings muss man dafür hier die beiden Schildsteuerungselemente aktivieren. Und ich weiß nicht, ob ich das so schnell hinkriege, denn die haben eine relativ hohe geringe Abklingzeit. Heißt, wenn man die einmal aktiviert hat, muss man eigentlich sofort rüber und den nächsten aktivieren. Kurz gucken, dass ich hier die maximale Reichweite erreiche. Ah, da ist schon zu weit.
Spieler, der uns hier hilft, dass wir da durchkommen. Da werde ich also später nochmal hingehen. Wenn ich eine Gruppe gefunden habe. Und auch im Datacon Guide für Balmora werde ich natürlich für Republik und Imperium das beides erklären, wie man an jeweils beide Gruppen von Datacons rankommt. Denn jede Fraktion hat seine eigenen Datacons hier. Vorher nehmen wir hier nochmal kurz das Wissen-Objekt mit. So ein paar XP können wir gut brauchen. Der balmoranische Widerstand kann man so ein bisschen nachlesen. Kann ich mal kurz aufmachen. Hier, wer lesen will, eben kurz Pause drücken. 3, 2, 1 und wieder weg. So. Was ist das für eine Nebenmission? Hier, Heldenzweig plus Zahltag. Da wollen wir uns jetzt mal kurz durchprügeln. Das war ursprünglich eine Helden 4 Mission, die man allerdings auch schaffen konnte, wenn man hier mit Balmora komplett durch war und einen starken Gefährten dabei hatte. Aber haben die Helden 4 Missionen ja komplett rausgenommen, jetzt sind das nur hier starke, sonst waren das auch gerne mal die guten Gegner dabei. Lass die doch bitte mal. Weg. Wett heilt da hinten schön. Deshalb können wir hier mal so ein bisschen aufräumen. Komm her, du Miststück. Komm her und stirb. Explosiver Treibstoff, sehr gut. Können wir später noch gebrauchen. Dann hören wir mal auf mich. Immer gleichmäßig draufhauen, dass die auch nicht mehr in die Rücken kommen, um sich mit unserer Fett zu beschäftigen, die wir uns ja nicht heilen, und sich selber nicht heilen. Dann läuft das ja auch alles schön mit am Heilen, wenn, liebe ich es, wenn die so zusammenbleiben. Du komm mal hier. Ich will nicht kurz hier den Treibstofftank ausnutzen, der verursacht nämlich extrem viel Schaden. Dann können wir die ganzen Gegner auch schon merklich dezimieren. Komm her. Nicht auf Fett, sondern auf mich sollst du zielen. So, wo müssen wir eigentlich als erstes hin? Ah, okay. Schon besser. Ja, alle Schaden von Wörtern hinten reinstellen und hier mal kurz unsere Schlagabfolge durchspielen. Sieht doch schon die unsere Nebenwirkungen schwankt, aber wenn er so gut nehmen, hält das alles weg, das ist kein Problem, aber null Chance, hier zu sterben. Und reichlich Credits gibt's hier auch noch. Ach Fett, die können wir mal kurz bewachen. Können wir nur mal so ein bisschen Schaden absorbieren. Das kann ich auch betäuben hier, so. Du, lass das mal. Ah, ich weiß jetzt wieder. Die Fähigkeit hatte ich auch schon beim Jedi-Ritter, wo ich auch einen Tank gespielt habe. Wenn wir hier unseren Aegis-Sturm casten, dann können wir hier so ein bisschen mehr Damage aus unserem erdrückenden Schlag rausholen. Ich kann es hier kurz zeigen. Hier, das ist unser Buff. Also hat er quasi doppelten Schaden. Und zwar in einem AOE-Feld, heißt Flächenschaden ist da auch noch bei, schön für einen Damage-Dealer.
Aber auch gut für einen Tank, weil der Schlagwurf erzeugt einfach extrem viel Bedrohung und somit sind fast alle Gegner in der Umgebung auf uns fixiert. Was ja der Sinn und Zweck eines Tanks ist. Wie sieht das aus mit der Bonusmission? Zerstöre die Verteidigungsstellung. Müssen wir gucken, ob wir hier noch eine finden. Haben wir hier überhaupt noch eine? Das ist wirklich immer schön. Hier mal schön schnell in die Vollen. Na guck, da sind die auch im Hintergrund aufgefallen. Jetzt haben wir schön gesehen, wie viel Schaden der doch macht. Verteidigungsstellung. Haben wir hier nicht mehr. Wie sieht das eigentlich aus mit den Helden 2 plus Zahltag? Zerstöre die Verteidigungsstellung, ja. Und wo sind hier noch welche? Müssen wir vielleicht vorne nochmal gucken, haben wir da eine Stellung übersehen? Kann ich gar nicht glauben. Das müssen doch diese Geschütztürme sein, wenn ich mich recht entsinne. Eins, zwei, drei. Ah, da haben wir noch eine. Sehr schön. Komm her. Wir rennen weg und kommen gleich wieder zurück. Luft anhalten. Das könnte jetzt ein bisschen zwicken. Jetzt machen hier. Ah. Den Hauptgenerator zerstören, genau. Haben wir uns gerade eben schon hingeprügelt, jetzt müssen wir da endgültig hin. Stim haben wir uns 12 Minuten. Beherrschungswert erhöht. Was haben wir da eigentlich noch für Stims in dem Inventar hier? Ausdauer, ja. Demnächst müssen wir bei Stims nachkaufen und was ist das für ein Lichtschwert? Hell 1 oder höher, okay, das brauchen wir nicht. Das können wir nicht benutzen. Dann wollen wir hier mal den Hauptgenerator zerstören. Wartet bitte! Wir brauchen diesen Generator. Wenn er ihn zerstört, werden wir alle sterben. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Mein Name ist Min. Mein Dorf wurde im Krieg zerstört. Die wenigen von uns, die überlebt haben, fanden hier eine Zuflucht. Bitte, wir gehören nicht zum Widerstand. Wir haben niemandem etwas getan. Wir haben nur eine Unterkunft gebraucht, da wir sonst nirgends hingehen können. Es tut mir leid, das hören zu müssen. Ich flehe euch an. Ohne Energie können wir nicht überleben und wir können nirgendwo sonst hin. Könnt ihr den Generator nicht intakt lassen? Tretet zur Seite, wenn ihr nicht zusammen mit ihm vernichtet werden wollt. Ah! Was sollen wir jetzt noch machen? Das war alles. Was anderes. Die Interessen des Imperiums machen dank eurer Hilfe deutliche Fortschritte. Guten Tag. Ich mag sowas. Kurz und bündig. Guten Tag. Schön, da haben wir das hinter uns gebracht. Dunkle Seite wird stärker, sehr schön. Und dann wollen wir gleich mal gucken, wo wir als nächstes hin können. Hier oben haben wir Vorsicht walten lassen. Da haben wir ein Taxi. Was haben wir hier? Auslöschung der Vergangenheit. Da müssen wir auch rein. Tief in die Ebenen rein. Aber als erstes werden wir mal nach Sobrik zurückkehren. Hier. Da müssen wir hin. Und die Nebenmissionsreihe mal so ein bisschen voranbringen. Und den guten Lieutenant Bericht erstatten, wie es gelaufen ist. Das war da vorne drin, genau. Der Ausbilder hat nichts für uns, das sieht man da unten am Symbol. Wir haben nur unseren neuen Schlag bekommen hier.
Es muss Einbildung sein, aber ich könnte schwören, dass ich den Knall noch von hier aus gehört habe. Danke, mein Sith Lord. Aber es sieht so aus, als wäre der Widerstand noch nicht am Ende. Es ist doch verwunderlich, wie schwer sich das Imperium mit einem dahergelaufenen Haufen von Widerstandskämpfern tut. Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle, aber sie werden frecher. Sie greifen imperiale Stellungen im alten Industriesektor von Balmora an. Wir müssen ihre Frechheit bestrafen. Lieutenant Thorpe am markaranischen Außenposten hat ein paar Ideen, wie man den Widerstand wieder auf seinen Platz verweisen kann. Nun, dann wollen wir uns das gleich nochmal anhören. Vorher nochmal gucken, wo das überhaupt ist. Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Wir wollen gleich mal das Taxi aufsuchen. Und uns ein bisschen chauffieren lassen. Vorher gucke ich noch mal kurz, wie sehen wir uns eigentlich inzwischen aus? Den Kopfschutz finde ich immer noch ziemlich bescheuert. Den Mantel behalte ich mal, aber den hier, den Beinpanzer, den kann ich doch mal hier anziehen. Das lasse ich mir das gerade mal kosten. Dann können wir hier so ein bisschen unseren Look ein bisschen ändern. Den ziehen wir natürlich wieder an, sonst haben wir hier nicht genügend Verteidigung und Angriff. Zeige alle autorisierten Ziele. Das wird dann noch ein bisschen verloren. Reiseroute bestätigt. Wenn wir den auslassen. Aber ich lasse mein normales Äußeres hier nicht zum Vorschein kommen, weil ich diese Kappe einfach nur dämlich finde. Mag zwar im Moment das Beste sein, was wir haben, aber bei weitem nicht das Beste, was gut aussieht. Da haben wir hier den Mark 1 Kopfschuss des Schülerzüchtigers. Kopfslot ausblenden, Korrumpierung der dunklen Seite anzeigen, können wir auch mal machen. Da wird so nach und nach, je weiter unsere Korrumpierung hier voranschreitet, werden wir das auch in unserem Gesicht sehen. Ich habe einen anderen Sith Lord noch, da sieht man die Äderung der dunklen Seite aber ganz deutlich. Schon besser. So, da haben wir Tüftler 66, da haben wir den Lieutenant Thorpe. Und da oben müssen wir zu unserer Hauptquest von Darth Barras rein. Weil erstmal wollen wir hier mal mit dem Tüftler Auf diesem Planeten sprechen. Hat man sogar an den sicheren Orten das Gefühl, dass hier alles im Handumdrehen in die Luft fliegen könnte. Und nicht zuletzt an uns. Willkommen an der Front. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin Tüftler 66. Ich gehöre zur Einsatzabteilung des Imperialen Geheimdienstes und, falls ihr einen Moment Zeit habt, möchte ich euch gern was zeigen. Wie ich sehe, überwacht ihr die Kommunikation. Was muss ich noch wissen? Links ist eine gewöhnliche republikanische Com-Einheit, wie sie Widerstandskämpfer erhalten. Bestimmt habt ihr schon hunderte davon gesehen. Die andere ist eine republikanische Com-Einheit, an der jemand herumgebastelt hat. Bitte nur anschauen, nicht berühren. Die zweite enthält ein halbes Kilo Sprengstoff, der in die Luft geht, sobald jemand den Knopf zum Sprechen drückt. Jetzt bin ich neugierig. Unser Plan besteht darin, einige dieser sabotierten Com-Einheiten hinter die Linien des Widerstands zu bringen und ihren Gefallenen unterzuschieben. Dann sollte der Widerstand bald kommen, die Einheiten einsammeln und ins Hauptquartier bringen. Die Explosionen werden sie zerreißen und Panik auslösen. Wir möchten, dass jemand wie ihr sich darum kümmert. Jemand, der nichts ausplaudert, falls er gefasst wird und allein operieren kann. Könnt ihr das tun? Der Widerstand wird bald überall dem Tod begegnen. Eure Ausbilder an der Akademie auf Korriban müssen von euch begeistert gewesen sein. Geht rüber zu unserem Techniker, einem Balmoraner, den wir angeworben haben. Die Leute hier nennen ihn Wunderkiste. Er gibt euch die Sprengsätze und zeigt euch, wie man sie sicher transportiert. Na, dann wollen wir die Wunderkiste doch mal um seinen Werkzeugkasten bitten. Dass er uns da mal so ein bisschen was daraus präsentiert. Na, Freundchen? Tüftler 66 hat mir die Details durchgegeben. Eure Com-Einheiten sind bereit. Oh, ich bin Wunderkiste. Zumindest nennt man mich so. Früher habe ich... Ach, ist ja auch egal. Ist ein ganz schöner Plan, den der Tüftler da hat. Was meint ihr? Ich mag ihn. Der Widerstand wird so noch im Nest ausgelöscht. Der Widerstand?
oder wer sonst die Com-Einheit aufhebt. Er nimmt an, dass nur Soldaten die Leichen des Widerstands einsammeln, aber Zivilisten sammeln ständig Leichen ein. Flüchtlinge, Sympathisanten. Manchmal sieht man sogar Kinder dabei. Das ist doch keine große Sache. Hört zu, euch raubt es vielleicht nicht den Schlaf, aber ihr müsst doch zugeben, dass es uns um Soldaten geht. Das sind wertvollere Ziele. Während ich die Bomben gebaut habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich noch leere Granatenhülsen habe. Eine Com-Einheit aktiviert jeder. Aber wenn wir eine Granate so präparieren, dass sie explodiert, wenn sie scharf gemacht wird, würde es nur die Soldaten erwischen. Was haltet ihr davon? Ist euch mal in den Sinn gekommen, dass der Plan vom Tüftler davon abhängt, dass ihr Befehle befolgt? Tut mir leid, ich wollte nur etwas Initiative zeigen. Hier sind die vorbereiteten Com-Einheiten. Sie sind erst dann scharf, wenn Kanal 5 eingestellt wird. Platziert sie und geht einfach weg. Tüftler 66 wird die Kommunikationsfrequenzen des Widerstands abhören. Sprecht mit ihm, wenn ihr fertig seid. Wieso können wir nicht beides machen? Gib uns noch die Granaten und dann explodiert alles, was wir denen unterschieben. So, dann wollen wir kurz nochmal mit dem Lieutenant Thorpe sprechen und uns neue Informationen abholen. Hier so im Außenbunker, ganz alleine. Ich habe gehört, euer Einsatz mit Lieutenant Davril ist gut gelaufen. Ich hoffe, ihr fandet ihn nicht ungehobelt, mein Sith Lord. Im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen mache ich den Erfolg meiner Mission nicht an der Lautstärke der Explosionen fest. Den Geist der Widerstandsbewegung zu brechen, ist wie das Zubereiten einer köstlichen Mahlzeit. Was sind die Zutaten für diese Mission? Der Widerstand wird vom Volk unterstützt. Wir müssen den Geist der Leute brechen, um den Widerstand niederzuschlagen. Lieutenant Davril hat euch zweifellos erzählt, dass sie Cyborg-Söldner von anderen Planeten hergebracht haben. Sie wurden mit einer experimentellen neuen Landetechnologie auf diesen Planeten transportiert. Diese Cyborgs metzeln unsere Soldaten nieder. Sie haben den Zorn der Sith noch nicht kennengelernt. Wunderbar. Ich glaube, wir können sie an diesem Ort überraschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Balmoranen eine klarere Botschaft schicken. Wir bergen die Technologie, mit der die Cyborgs nach Balmora gebracht wurden, und setzen sie gegen sie ein. Cyborgs töten? Technologie bergen. Was haltet ihr davon? Ihr seid hinterlistig. Bringt mir die Cyborg-Technologie. Dann werden die Balmoraner die Botschaft laut und deutlich zu hören kriegen. Was haben wir hier? Ah, neue Armschienen. Sehr schön. Plus eine Verteidigung, dann ist Angriffskraft. Wir nehmen mal die hier. Das ist ein klein gewürdiges und ein neuer Stufenanstieg. Sehr schön. Mal kurz gucken. Fähigkeiten, Geschicke, ja, was kriegen wir hier noch dazu? Passiv, okay. Und hier ab Level 30 kriegen wir einen neuen Punkt, den wir verteilen können, okay. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle soll es mal das von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.